Ja, und wieder habe ich zwei Personen aufgefangen für Interview, beziehungsweise haben sich bereit erklärt. Und das ist Motor Power, die Pupti und die Mi. Erstmal willkommen und hallo hier. Hallo, LT. Hallo. Durchwachsene Saison, endlich eigenes Team nach 3 Jahren. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, noch 2 Plätze aufzuholen, so wie in der letzten Saison auch. Könnte natürlich machbar sein. Ich meine, letzte Saison haben wir darüber gesprochen und das ging ja relativ gut. Wie? Nach einem Jahr schon direkt in ein neues Team. Was sind bei dir da die Ziele und was wird dir als Ziel gesteckt vom Teamchef? Ja, das Ziel gesteckt wird mir natürlich, dass wir versuchen, der Teammeisterschaft den 3. Platz zu holen, wenn es uns gelingt. Und ich selber würde mich schon freuen, wenn ich eben hinteren Mittelfeld mitfahren kann, weil es sind sehr viele gute Fahrer dabei, die ich wahrscheinlich auch nicht so schnell aufholen kann. Okay, dann schwenke ich mal direkt um. 3. Platz Teamwertung, das ist ein sehr hohes Ziel bei der Konkurrenz. Ist das realistisch oder eher doch vielleicht doch ein Wunsch? Ich denke es beides. Es ist ein großer Wunsch und ist vielleicht auch machbar, wenn vielleicht viele Ängste und zu viel Rücksicht weggenommen werden. Vielleicht müssen wir da als Frauenteam mal so ein bisschen hartnäckiger sein, ein bisschen weniger rücksichtsvoll. Dann klappt das wahrscheinlich, denke ich. Da bin ich ja mal gespannt auf Hartnäckigkeit auf der Strecke. Sie haben jedes Jahr Ihr Können gesteigert. 2014, 2015, wie gesagt, hat man gekommen jetzt und da wollen wir mal sehen, was kommt. Was denken Sie denn? Ihr Ziel ist ja 2 Plätze mehr. Der Realismus ist natürlich jetzt bei der Konkurrenzdichte ist ja hoch. Ich meine, Musculus kommt jetzt dazu, der ist natürlich auch sehr stark und verdrängt viele, auch schon jetzt den Champion, der ein bisschen Probleme gekriegt hat. Inwiefern steigern Sie sich nochmal? Also ich habe in der letzten Saison gesagt, dass ich hoffe, im Mittelfeld mithalten zu können. Ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, aber ich hoffe jetzt schon, dass ich, sagen wir mal, der Anführer des Mittelfeldes werden kann und so ein bisschen auch an die Vorderfront stoßen kann und dann eventuell in der nächsten Saison dann auch vorne mitmischen kann. Okay, das ist natürlich ein gutes Ziel. Wir haben hier noch eine Frage an Mi. Jetzt muss ich hier die Karten sortieren, meine Herren. Ist das Auto von Ihnen entworfen oder lackiert worden? Oder Lackierung? Das Design stammt von Pupti. Das finde ich auch echt Hammer, das Auto, ganz ehrlich. Ja, und wir hatten auch große Hilfe von Steve. Ja. Das Design, jetzt gucken wir mal gerade mal nach hinten. Wo haben wir das? Das ist direkt hinter Ihnen. Und das haben wir auch hier vorne einmal. Ich meine, das ist interessant. Kleeblatt sollte Glück bringen. Keine Sponsoren. Keine Sponsoren. So reich? Wir sind reich, wir sponsern uns selber. Wir haben gesagt, wir kramen den letzten Set aus der Tasche und werden unser Remtin auch so an die Spitze führen, ohne fremde Hilfe. Ja, dann hoffe ich mal, dass der Lackierer dann keine Probleme kriegt, wenn sie keinen Cent mehr haben und ohne Farbe auftreten müssen. Dann habe ich noch eine Frage natürlich. Wieso der Salin? Also wieso unbedingt dieser Wagen? Wir haben viele Autos getestet, uns wurden viele Autos empfohlen, weil wir halt Frauen sind und mit einigen Autos wahrscheinlich der männlichen Ansicht nach besser umgehen können. Aber wir haben gesagt, wir probieren es mit dem Salin, wir kommen ganz gut klar auf der Strecke und ich denke, damit haben wir dann auch gute Chancen, eventuell weiter nach vorne zu kommen, als wenn wir jetzt irgendwie wieder einen Popelswagen nehmen. Und deswegen versuchen wir es mit dem. Okay, ich meine, die Männerwelt hat Ihnen Autos empfohlen. Es hätte auch ein Trabi werden können. Es hätte Sie ja schlimmer treffen können. Okay, wer wird denn Favorit nächste Saison für Sie? Favorit für die nächste Saison? So, also wenn ich jetzt tippen darf, 1., 2., 3. Platz, so wie ich es beim letzten Mal auch getan habe, bin ich ganz ehrlich, es wird verdammt knapp, aber ich glaube wirklich, die 3. Plätze werden erst Motorsport belegen. Okay, das ist natürlich eine gute Aussage. Was ist dein Tipp? Das geht mir ganz ähnlich. Natürlich wird Team Schweiz ein harter Konkurrent sein, auch wegen Slow und Musculus sind ja beide ziemlich starke Fahrer, aber ich denke mal, dass er das Motorsport das schon schaffen wird. Okay, dann wünsche ich euch beiden viel Glück, viel Erfolg für die laufende Saison und hoffe mal, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und vielleicht haben wir dich auch mal auf dem 3. Platz, sodass wir dann mal längere Gespräche machen können. Wenn wir nächstes Jahr klären. Auf jeden Fall. Viel Glück.